War denn jemand auf dem Dach? So, erstmal herzlich willkommen. Ja, aber der war schneller als ich. Hab ihn nicht zu packen gekriegt. Ein schneller Spanner und ein langsamer Detektiv. Heute muss mein Glückstag sein. So, genau. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Sands. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, gehen wir als erstes zu Sonja. Vielleicht könnt ihr uns was erzählen. Das Zimmer hatte eine tolle Aussicht. Boah. Vielleicht kann sie uns ja jetzt was Neues erzählen. Schon wieder scannen? Was Neues? Nee, nichts Neues. Aber wir sprechen sie jetzt mal auf den Walross an. Ich habe gesehen, wie sie sich mit einem Kerl namens Cassidy gestritten haben. Was wollte der denn? Sie wissen noch, dass ein Kampf stattfinden muss, um diesen Boxclub zu retten? Nun, Cassidy managt Yales Gegner Stone, den amtierenden Champion. Tritt Bobby nicht an, verliert er Geld. Vielleicht nicht viel, aber doch genug. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Na gut. Wirklich informativ war das bis jetzt nicht. Wollen wir nochmal mit dem Gorilla versuchen anzuquatschen, oder? Komm. Der wird uns da jetzt nicht noch immer böse sein. Ah, wahrscheinlich ist er immer noch böse. Na gut, Jake. Ich hab dir gesagt. Desmond O'Leary. Ich weiß, dass du für den arbeitest. Das denkst du dir doch aus. Warum sagst du denn sowas? Nicht wegen dem Spind. O'Learys Leute haben es mir vor einiger Zeit gesagt. Gut, gut. Sagen wir mal, du hast recht. Und jetzt? Was hast du jetzt vor, hä? Den Böllern sehr nichts. Du bist mein bester Freund. Ich mach schon nichts. Aber bitte, sag mir die Wahrheit. Gut. Schätze mal, ich hätte was sagen sollen. Die Geschäfte gehen in letzter Zeit nicht so gut. Natalia war mein letzter gut bezahlter Job und die Sache ist schon eine Weile her. Dann taucht O'Leary auf und bietet mir einen Vertrag als Leibwächter an. Was sollte ich denn machen? Ja, schon gut. Echt jetzt? Du scheinst mir nicht der Typ zu sein, der halbseitene Angebote annimmt. Ich habe auch solche Sachen gemacht. Und noch Schlimmeres. Aber stolz bin ich darauf nicht. Hey, O'Leary mag seine Finger im illegalen Glücksspiel haben. Aber das heißt doch nicht, dass er Leute umlegt oder Witwen über den Tisch zieht. Und ich auch nicht. Ich bin bloß ein Leibwächter. Ich pass auf, dass keinem was passiert. Was ich mache, inklusive Vertrag und Lohntüte, ist 100% legal. Wie schlimm kann's also sein? O'Leary bezahlt dich mit schmutzigem Geld und du bist Teil einer kriminellen Organisation. Anders kann man das nicht sagen. Aber das stört mich auch gar nicht. So langsam glaube ich, dass auch du was mit Duns Tod zu tun hast. Wer? Ich? Komm schon, John. Warum lügst du dann? Tja, schätze mal, es bringt nichts, das weiter zu verheimlichen. Ich war hier an dem Tag, an dem Don starb. Nur weiter? Ich musste geschäftlich was für O'Leary erledigen. Ich soll das Kleeblatt tragen, wenn ich für ihn im Dienst bin. Wie du weißt, habe ich das Scheißding in meinem Spind gelassen. Lass mich raten. Du bist durch den Hintereingang reingekommen. Wie hast du... Ja, genau so war's. Joe hatte erwähnt, dass er an jenem Nachmittag malen wollte, aber ich hatte das vergessen. Ich bin regelrecht erstarrt, als ich ihn gesehen habe, wie er da, wie von Sinn, oben auf dem Gerüst, Bobby Yale angeschrien hat. Was genau hat er gesagt? Sowas wie... wenn du das machst,
sage ich den Kampf ab und sorge dafür, dass du nie wieder auch nur einen Fuß in diesen Club setzt. Ich wollte nicht, dass die mich sehen, also bin ich weg. Jake, warum hast du mir das nicht gesagt? Schon. Ich dachte, du würdest sauer sein. Also, da hast du dich geirrt. Tut mir leid, ich hätte was sagen sollen. Richtig gut überführt. Keine Sorge, wir machen alle mal Fehler. Zeit zu gehen. Ich muss über alles nachdenken, was du mir erzählt hast. Danke, John. Bam! Richtig geil. Also wir haben richtig gut mit interagiert, ja. Also erstmal nicht irgendwie voll fertig machen und sagen, boah, was bist du für ein Typ und blabli, sondern ihn halt einfach offen und ehrlich auf ihn ansprechen. Das ist echt klasse, weil das kann man im Echt auch einfach so machen, ja. Also wenn man irgendwie Zweifel hat oder sonst irgendwas, halt jetzt nicht irgendwie Vorwürfe oder sowas machen, sondern einfach offen drüber sagen, so, irgendwie glaube ich oder ich finde das irgendwie ein bisschen komisch und blablablu, dann passt das, ja, dann kann der gegenüber einem dann sagen, ja, du, das war so und so, vielleicht sagt er dann, ja, stimmt, das war blöd, blablabli. Nicht jetzt voll auf Rückzug, aber auch nicht voll auf Angriff, ne, also so ganz normal so von Freund zu Freund reden und sagen, hier, sorry, irgendwie finde ich das gerade komisch. Erzähl mir doch mal ein bisschen mehr. Und voilà. So, und das hier jetzt auch funktioniert. Und das finde ich mega cool, dass das so toll hier im Spiel auch funktioniert. Dass man das umsetzen kann. So, dann wollte den Kampf absagen. So. Mary nennt dann Joe. Na, ja, das bringt uns nicht weiter. Okay. Höchst interessant. Also auf jeden Fall war einer von denen, der hinten rein und raus ist, war er. Aber so ehrlich, wie er jetzt mit uns geredet hat, gehe ich mal stark davon aus, dass er wirklich tatsächlich nichts damit zu tun hat. So. So eine Frage, was müssen wir jetzt tun? Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen, doch ich kann nicht klagen. Hier können wir irgendwie weg, können wir scheinbar nicht. Können wir mal gucken, ob wir nach links laufen können. Wir können nach links laufen, sogar ziemlich weit, weil ich laufe gerade schon seit einer Minute gefühlt wieder nach rechts. Und unser Charakter ist irgendwie noch nicht da. Da ist er. Okay, aber es war aufpassen. Jetzt hängen wir am Hydranten, also müssen wir ein bisschen nach oben gehen. Jetzt nach rechts. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir aus dem Spiel laufen können. Das ist ein bisschen, ja. Nein! Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen. Doch, ich kann nicht klagen. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich würde gerne nochmal ins Diner gehen. Weil ich habe vorhin einmal gedacht, wo wir den Tisch gesehen haben, wo er immer gesessen ist, dass da ja vielleicht was sein könnte, was von Bedeutung ist. Oh, wo hängen wir denn jetzt? Oh, was war das? Sam's Diner. Ah, okay. Genau, dann würde ich sagen, lass uns doch mal einfach dahin gehen und mal nochmal vorbeigucken. Vielleicht finden wir ja eine geheime Botschaft am Tisch. Ich weiß ja nicht. Hat vielleicht irgendwas unten drunter geklebt oder so. Okay, wir können jetzt hier selber laufen. Können wir mal schauen, was passiert, wenn wir weiter nach rechts gehen? Okay, das lassen wir lieber bleiben, nicht, dass wir wieder irgendwo da hinten hängen bleiben oder so.
Na, Löwe? Oh, ein Officer. Na, servus, Scott, ich hab ne Katze gesehen. So, was mit dem? Warum steht der hier so, so... Ich finde das voll auffällig aus, wenn der da rumsitzt. Na gut, okay, gehen wir mal rein. Aha. Man setzt sich einfach direkt wieder dahin. Noch etwas zum Augenblick, in dem Duns... Ah, okay. Fällt Ihnen noch etwas zu dem Augenblick ein, in dem Sie Duns Leiche entdeckt haben? Ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Tut mir leid. Fällt Ihnen noch etwas zu dem Augenblick ein, in dem Sie Duns Leiche entdeckt haben? Ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Tut mir leid. Und? Tut mir leid. Ich denke, das wär's für den Moment. Man sieht sich. Wir werden Sie in Sam's Diner vermissen. Bye, bye. Okay, also man kann nicht drin rumlaufen und vielleicht irgendwie was finden, entdecken. Irgendwie, keine Ahnung, an den Tisch gehen, wo er immer gesessen ist. Das geht wohl nicht. Schade. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass wir da was sehen. Gucken wir wieder zurück zum Boxclub. Können wir mal ans Telefon gehen? Das finde ich ja... Was ist das? Können wir mal ans Telefon gehen? Vielleicht ein paar Informationen an Officer Smirnoff geben? Vielleicht hat der uns ja auch irgendwas noch Interessantes zu berichten oder zu erzählen. Vielleicht können wir jetzt auch mal schon mal so einen Verdacht aussprechen, also beziehungsweise sagen, ja, irgendwie scheint da was faul zu sein. Was ist das? Verschlossen wegen des plötzlichen und unerwarteten Todes von Joseph Dunn. Eine private Trauerfeier für die Familie von den Armen 14. um 18 Uhr statt. Gut. Das ist jetzt in der Tat nichts. Meinst du, 1943. Er hat den Club im Krieg eröffnet? Seltsam. Ich weiß nicht, ob das jetzt so seltsam ist. Oh, was liegt denn da? Danke, Mr. Blacksad. Legt der Briefträger die Post immer auf den Boden? Ich weiß nicht, ich... Was ist los? Das ist der Ehering meiner Mutter. Wurde er gestohlen? Keine Ahnung. Mein Vater trug den nach ihrem Tod am kleinen Finger. Nicht immer, wie es scheint. Werden Sie für mich rauskriegen, warum? Ich versuch's, aber da gibt es noch etwas, das mir Sorgen macht. Das hier könnte etwas zu tun haben mit... Mit dem Tod ihres Vaters und Bobby Yales Verschwinden. Ach Gott, ja, könnte sein. Lassen Sie mich bitte für einen Moment allein. Natürlich. Das scheint sie jetzt ja irgendwie ja doch ein bisschen mitzunehmen. Seht ihr das T? Take Array, ja? Und hier haben wir vor. Also das ist ein F. Oder soll es Fake Array heißen? Aber auf jeden Fall sieht das extrem nach derselben Handschrift aus. Mal sehen. Mary hat den Ring in den Umschlag gesteckt und Sonja dann draufgeschrieben. Aber warum hatte sie überhaupt den Ring? Boah, Alter, es ist so krass. Ich finde das, ich kann mir, das wäre Wahnsinn, oder? Mehr, ich fand die, ja, die, ich gedacht, die hat nichts damit zu tun eigentlich, ne, so ein bisschen, weil die wirklich tatsächlich so fertig ist. Aber
Ich glaube, sie ist so fertig, weil sie vielleicht gezwungen wird, das zu tun. Irgendwie, da stimmt doch irgendwas nicht. Also die Täterin wird das nicht sein. Aber sie hat hier, ne, sie, das ist auch so komisch, ne? Mary nennt dann Joe. Warum tut sie das, wenn sie sagt, ich kenne ihn gar nicht? Ist das Mary da? Nee, oder? Nee. Mary hat den Ring. Also wir sehen links oben, dass wir eine Sache auf jeden Fall kombinieren können. Das muss aber irgendwas mit der Mary zu tun haben. Vielleicht tatsächlich Mary nennt dann Joe. Aha. Waren Mary Purnell und Joe dann zusammen? Oh, noch ein Hinweis. Okay, Schlussfolgerung. Achso, ja, stimmt. Da war ja was oben gewesen. Achso. Was ist das Geburtsdatum? Was ist, wenn Marys Geburtsdatum die Kombination für den Tresor ist? Haha. Wir sind da auf einer heißen Spur. Schon wieder eine neue. Okay, warte. Dann. So, das steht. Ach, Mary. Ach, hä? Mary ist. Echt? Okay. Ja? Fühlen Sie sich jetzt besser? Ja, denke schon. Danke. Ich habe voll das Gefühl, dass sie doch nichts damit zu tun hat. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Und da war's. Marys Geburtstag. Eine Woche vor jenem Tag. Okay. Das auch noch. Jetzt bin ich gespannt. Wenn es jetzt aufgeht. Irre. Ha. Buja! Geil! Wie cool ist das denn, meine lieben Freunde? So, wir werden uns hier mit diesem Safe gleich beschäftigen. Und zwar leider erst in der nächsten Folge. Interessant. Also wir haben jetzt saucoole Schlussfolgerungen und es nimmt eine Wendung. Ich dachte tatsächlich, dass sie damit nichts zu tun hat, aber ich glaube, vielleicht hat sie auch nicht wirklich was damit zu tun, aber sie weiß, glaube ich, auch mehr, als sie preisgibt, nehme ich mal an. Und das lüften wir vielleicht in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ciao!